Hallo meine lieben Zuschauer, hier spricht CryptoBest Germany und ich habe ein brandneues Video für euch. Dieses Mal ein sehr wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Kein Altcoin-Review-Video, sondern wirklich ein Thema, wo irgendwie viele falsche Informationen geteilt werden, wo viele Leute nicht wissen, worum es geht und wo ich einfach irgendwie den Bedarf sehe, da irgendwie Klarheit zu schaffen. Aber bevor wir dieses Thema ansprechen, nämlich wie denn diese Wall Street-Wale den Bitcoin-Preis manipulieren und auch den ganz gesamten Altcoin-Markt manipulieren mit ihren Future-Contracts. Bevor wir das machen, schauen wir nochmal wie üblich kurz auf den Markt. Und ihr seht es auch schon, durchgehend grüne Zahlen, ziemlich positiv heute. Aber ihr dürft natürlich nie vergessen, das ist nur eine Momentaufnahme. Wir waren vor 2 Wochen noch knapp bei 12k, dementsprechend sind 8,8k wirklich nicht, kein Grund zu feiern noch, sorry. Aber ja, es ist schon mal gut, dass wir grüne Zahlen haben. Wir haben heute schon mal massiv die 9K so Resistance Line getestet, haben diese nicht durchbrochen. Dementsprechend kämpfen wir da jetzt gerade noch. Ich bin gespannt, ob wir es die nächsten Stunden schaffen oder über Nacht, da wir jetzt schon 23 Uhr haben und ich dieses Video gerade vordrehe für den nächsten Tag. Also wenn ich morgen aufstehe, könnten wir vielleicht diese 9K Line schon durchbrochen haben. Da bin ich sehr gespannt. Die anderen Coins sind auch durchwegs grün, da gibt es jetzt wirklich nicht viel Interessantes zu berichten. Es ist jetzt eher so ein Seitwärtstrend momentan, es ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben keinen richtigen Bull Market, aber wir sind jetzt auch nicht mehr richtig bearish unterwegs. Also es ist natürlich immer noch ein Bear Market, aber mittlerweile ist es eher so ein Seitwärtsmarkt. Nicht wirklich viel auf und ab, dementsprechend auch nicht viel Interessantes hier. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt gleich auf das eigentliche Thema des Videos, nämlich diese Bitcoin Futures. Einige werden sich jetzt vielleicht denken, das ist nicht mehr ganz so aktuell, da wir das ja am 26. Januar das erste Mal hatten, wo diese Bitcoin-Futures ausgelaufen sind. Und in der Kryptowelt ist ja alles so extrem schnelllebig und die meisten Leute haben da zwei Tage später schon vergessen, was denn Bitcoin-Futures überhaupt sind. Und keine Ahnung, 2 Tage davor war der größte Hype darum und wie der Preis danach durch die Decke gehen wird und was weiß ich alles. Ja, im Prinzip habe ich einfach bei Futures irgendwie das Gefühl, dass viele Leute nicht wirklich wissen, um was es geht. Und einfach nur gesagt wird, ja, das sind irgendwelche Leute im Spiel, die auf den Preis wetten und mehr weiß man noch nicht. Im Prinzip ist es eigentlich nicht falsch, da Futures generell erklärt einfach sind, es gibt ja nicht nur Bitcoin Futures. Diese Bitcoin Futures gibt es seit Dezember und diese Futures gab es ja an den Börsen eigentlich schon seit Ewigkeiten. Und bei den Futures geht es im Prinzip darum, dass man einfach zum heutigen Zeitpunkt einen Vertrag eben eingeht oder einen Vertrag aufsetzt mit diesen Future Contracts, dass man eben eine Ware zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dieser Vertrag ausläuft, zu dem Preis kauft oder verkauft, den man eben am heutigen Datum fixiert hat. Sprich, man spekuliert dann eben, dass der Preis vielleicht steigt und dementsprechend sage ich, nee, ich nehme diesen Preis, den ich jetzt habe, als Kaufdatum für die Zukunft. Und da spekuliert man dann eben, dass man dann eben Geld verdient, einfach weil der Preis dann tatsächlich steigt und man eben noch diesen günstigen Preis hat. Und das sind eben reine Spekulationsspielchen, die natürlich auch viel Geld anbringen können. Und gerade in Bezug auf Bitcoin sind diese sehr gefährlich. Denn bei Bitcoin wird es jetzt da interessanter als wir am normalen Aktienmarkt und auch auf den normalen Börsen. Denn die Bitcoin Futures haben wir ja erst im Dezember. Und ich glaube, bei den meisten ist jetzt nicht wirklich da ein Begriff, was denn da das Problem dahinter ist. Das eigentliche Wetten ist nämlich kein Problem. Das große Problem, das ich dahinter sehe, sind nämlich, oder eigentlich nicht die Winklevoss Brothers selber, also die können da jetzt eigentlich nicht so viel dafür, wobei sie natürlich auch mitverantwortlich sind, aber das wäre ziemlich falsch zu sagen, die Winklevoss Brothers sind dafür verantwortlich. Nein, das Problem ist, dass der Preis, auf den er gewettet wird, der ist eben nicht gebundener. Also der Bitcoin-Preis ist dann nicht gebunden zu den Börsen, zum Beispiel wie Bittrex, Coinbase, Binance. Also der Preis, wonach diese Futures gewertet werden, wird nicht nach den Börsen gewertet, wo immer am meisten Volumen ist und wo die meisten Leute traden. Was schon mal kompletter Bullshit ist und einfach auf Scam und Verarschung hindeutet, muss man einfach so offen sagen. Der Preis wird nämlich eben nach der Gemini Exchange eben festgelegt. Und diese Gemini Exchange, oder auf Deutsch gesagt Börse, ist nämlich diese Börse, die den Winklevoss Brothers gehört. Und ich glaube, die meisten kennen diese Gemini-Börse gar nicht und dementsprechend hat diese Börse auch nicht besonders viel Mitglieder und eben auch nicht viel Volume. Und diese, keine Ahnung, diese Gemini-Börse macht eben Bitcoin-Aktionen, auf Deutsch gesagt. Und es kann jetzt sein, dass der Market Price, wenn wir auf CoinMarketCap gehen von Bitcoin, bei 16.000 liegt. Aber bei den Gemini-Aktionen ist einfach das Interesse gerade total niedrig, das Volume ist niedrig und
Bei der Gemini Börse haben wir jetzt einen Preis von 10.000 für den Bitcoin, obwohl der aktuelle Preis 16.000 ist. Aber diese CBO Future Contracts, die richten sich nach der Gemini Börse. Und da ist eben das, wo das Riesenproblem dahinter ist und wo einfach der Riesenscam ist und wo diese fetten Katzen Kohle und Ende machen. Was mich wirklich wundert, dass das noch keiner aufgegriffen hat hier auf YouTube. Denn es wird immer über Futures geredet und was weiß ich alles und wie schlecht es sind. Aber keiner hat das irgendwie bisher erklärt, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Denn das Hauptproblem sind jetzt nicht Futures generell, sondern einfach, wie sie bei uns abgehalten werden. Das ist einfach pure Verarsche, ein purer Scam. Denn wenn ihr euch vorstellen könnt, dass das Volume ist jetzt total niedrig auf dieser Gemini Börse. Da kann jetzt ein Wal hingehen. Und der kann jetzt einen Haufen von Future Contracts kaufen und darauf eben, um mit denen eben zu wetten, dass der Bitcoin Preis bei 14.000 sein wird in einem Monat. Und ja, bei der Gemini Börse, keine Ahnung, ist der Preis jetzt momentan bei 13.000, 14.000 oder 12.000, ganz egal. Dieser Wal, oder es sind ja meistens mehrere Wale, es ist jetzt kein Typ allein, das sind meistens eine Gruppe von Walen, irgendwie Wall Street Haie oder eben Leute mit sehr viel Kohle. Die können dann gezielt zu dieser Gemini-Auktion hingehen und natürlich diesen Preis extrem manipulieren, weil das Volume ist niedrig. Es ist jetzt schon schwieriger auf Coinbase ja, oder auf Binance etc., auf so riesen Börsen jetzt den Preis wirklich zu manipulieren. Da muss man schon viel Geld haben und eben viele Ways zusammentreiben. Aber bei dieser Gemini-Auction, also bei dieser Gemini-Börse, da tun sich diese Ways natürlich extrem leicht. Die können dann praktisch hingehen und diesen Preis hochjagen zu den 18.000, wo sie haben ja gewettet, der Preis wird bei 14.000 sein, jetzt gehen sie zu der Gemini Börse und pumpen da Kohle ohne Ende rein und pumpen den Preis zu 18.000 rein. Was passiert? Der Preis ist 4.000 mehr wert, als sie eben gewettet haben und sie gehen eben automatisch Geld damit durch. 4.000 mehr wert, das ist ein Haufen Kohle bei dem Einsatz, den die haben und da haben die schon mal gewonnen. Okay, ist jetzt kein Ding, okay, die haben Geld gewonnen, die sind sowieso schon stinkreich, soll uns kleine Fische jetzt irgendwie nichts angehen, wenn diese Leute mehr Geld machen, das ist der Kreislauf des Lebens, die Großen fressen die Kleinen, okay, wäre ich irgendwie voll dafür, würde mich nicht weiter stören. Aber was jetzt das Hauptproblem ist, dass diese Whales, eben diese Wale, die kommen jetzt zum offenen Markt, wo wir kleine Fische auch handeln, die kommen dahin mit diesen Bitcoins, die sie von den Winklevoss Brothers eben gekauft haben und verkaufen diese Bitcoins am offenen Markt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was hier passiert. Dann seht ihr plötzlich Sell Walls von 20 Bitcoins und das ist nicht ein Verkäufer, das sind dann irgendwie wirklich massenhaft an Whales, die da wirklich 20 Bitcoins, 30 Bitcoins, 40 Bitcoins, 50 Bitcoins, die da irgendwie auf einmal plötzlich so eine riesen Sell Wall starten. Und was passiert jetzt logischerweise? Ja, der Preis droppt erstmal und im Zuge dessen, natürlich, die Leute sind der Preis droppt, sie wissen jetzt nicht genau, was los ist, sie haben da irgendwie was gehört mit Futures und so weiter, sind sich da nicht ganz sicher. Meistens, diese Wall Street-Leute haben ja auch noch viel Macht, die können die Medien ja gleichzeitig einschalten. Da wird dann noch irgendein FUD irgendwie verteilt in den Medien und dementsprechend, was passiert? Panik. Mit diesen Panikverkäufen triggern eben diese Whales, dass eben die kleinen Leute auch beginnen zu verkaufen. Es verkaufen noch mehr Leute und wir... Ja, uns haut es auf die Nase. Den Bitcoin-Preis haut es auf die Nase. Und da der Altcoin-Markt einfach extrem vom Bitcoin-Markt abhängig ist, haut es den ganzen Markt auf die Nase. Und das ist eben kurz gesagt das, was passiert bei diesen Bitcoin-Futures. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen, dann kommen jetzt auch noch die Medien ins Spiel. Denn was machen die Medien? Die greifen das jetzt natürlich auf. Die greifen natürlich jetzt auf. Oh, schaut mal, die Guys von der Wall Street, die Leute von der Wall Street, die hatten recht. Der Bitcoin, der ist wirklich scheiße, das ist wirklich nur ausgedacht, das ist nicht dahinter, die Wall Street-Leute hatten eben recht, sorry. Und dann geht eben wieder das Panikverteilen von den Medien los, die Medien sorgen dafür, dass noch mehr Panik verteilt wird, der Kurs droppt generell schon, weil die ganzen Leute Panik verkaufen, die Whales verkaufen und dann kommen noch die Medien dazu, die dann irgendwie starten, gegen den Bitcoin zu hetzen, weil die Leute von der Wall Street recht hatten. Dann sehen sie auch, dass der Preis einbricht. Sie schreiben Berichte darüber, wie der Preis einbricht und dass die Blase jetzt platzt. Und dann haben wir eben schon das Desaster perfekt und haben eben auch die Situation, die wir im Januar gehabt haben und eben auch Anfang Februar. Und dementsprechend war das jetzt eine kurze Erklärung, warum ich diese Bitcoin-Futures für so extrem kritisch halte eben. Und wie ich schon gesagt habe, da sind die wenigsten wirklich drauf eingegangen. Da
Denn ich habe immer nur gehört, Bitcoin Futures, Bitcoin Futures, aber ich habe von keiner jetzt die wirkliche Erklärung dahinter gehört, was denn da das Problem dahinter ist. Denn Futures an sich sind kein Problem, aber wie wir diese zurzeit handhaben, das ist das Problem, weil wir können nicht hergehen und sagen, der CBOE-Contract, der wird mit dem Preis von der Germany-Börse gesettelt. Das kann einfach nicht sein, weil man muss den Preis natürlich nehmen von den Börsen, wo wir das meiste Volume haben, und natürlich auch der Preis, der aktuell ist. Das ist einfach eine Riesenfrechheit. Und ja, dementsprechend, das ist immer ein Nachteil von einem unregulierten Markt. Ich will jetzt auch hier nicht zu sehr rumheulen oder rummotzen. Das bringt natürlich auch nichts, aber dementsprechend gehört das nur mal gesagt, weil es ist einfach der Riesennachteil, sorry, natürlich kein Vorteil, von einem unregulierten Markt. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt die 10 Minuten voll. Für mich die perfekte Videolänge, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, weil ich eben denke, dass danach die Aufmerksamkeitsspanne wesentlich abnimmt. Ich hoffe, ich kann euch das Ganze ein wenig näher bringen mit den Futures. Es ist jetzt alles nicht so kompliziert, wie es immer dargestellt wird. Ihr könnt euch gerne nochmal bei Cointelegraph das Ganze durchlesen. Da ist es nochmal genau erklärt, wie denn diese Futures eben arbeiten. Auch hier ein interessantes Beispiel mit einer Fluglinie. Ist wirklich total simpel, es ist einfach Wetten. Ich meine, ihr könnt euch das durchlesen, aber was ich euch jetzt erklärt habe, das lest ihr leider nicht so oft, also das mit dieser Gemini-Börse, das war jetzt wirklich der wichtige Part vom Video und das solltet ihr euch einfach in Erinnerung wecken, was da denn abgeht. Und da würde ich euch bitten, das euch euren Freunden zu erzählen, irgendwie auch den anderen Leuten zu erzählen, die das nicht so verstehen. Denn ich finde, gerade im Bereich Bitcoin Futures herrscht ein extremes Unwissen. Die Leute wissen einfach nicht, was da wirklich abgeht. Es weiß zwar jeder irgendwie, dass da Leute drauf wetten, aber den eigentlichen Skandal dahinter, was mich auch extrem aufregt, das weiß irgendwie keiner. Ja, dementsprechend genug gelabert. Es ist jetzt schon 11:30. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Prozedere haltet. Wenn ihr meinen Kanal ganz besonders nice findet, dann abonniert mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, was wieder ein Altcoin-Review sein wird, also nichts Negatives. Wieder ein typisches Altcoin-Review aus meinem Portfolio. Und bis dahin, haut rein, einen schönen Tag noch, euer CryptoBase Germany.